Hallo, ich bin die Evelyn, ich bin Expertin aus dem DM Kosmetikstudio und wir schauen uns heute das Thema unreine Haut an und was man dagegen machen kann. Irritationen können grundsätzlich in jedem Hautbild auftreten. Am häufigsten finden wir sie aber bei der fettigen Haut. Hautunreinheiten kann man an der Beschaffenheit der Hautoberfläche erkennen. Oft sieht man einen leicht öligen Film, der von einer Überproduktion der Talgdrüsen kommt. Dadurch entstehen sehr oft Entzündungen, Mitesser oder Pickel. Weitere Ursachen für unreine Haut können unter anderem Stress, Hormone, Klimabedingungen, die Ernährung bzw. auch falsche oder fehlende Pflege sein. Damit Letzteres nicht mehr passiert, habe ich heute für euch ein paar Tipps und Tricks und den Ablauf für euer tägliches bzw. wöchentliches Pflegeritual. Das Wichtigste bei der Gesichtspflege ist die Gesichtsreinigung, die sollte morgens und abends erfolgen. Bei fettiger Haut empfiehlt sich ein Reinigungsgel, das wird in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auf Gesicht und Hals aufgetragen und mit Wasser wieder abgespült. Direkt nach der Gesichtsreinigung kommt das Tonic, da benetzt man 2 Wattepads damit und tragt es gleichmäßig im Gesicht auf die gereinigte Haut auf. Die Wirkungsweise von Tonic ist die, dass es den pH-Wert der Haut reguliert und wiederherstellt. Der nächste Schritt in der Gesichtspflege ist das Gesichtspeeling. Das sollte man je nach Hauttyp einmal in der Woche machen. Ausgenommen davon sind entzündliche Akneherde. Hier bitte unbedingt kein Peeling machen. Die Aufgabe von Peeling ist es, die abgestorbenen Hautzellen von der Haut zu entfernen und sie aufnahmefähig für die Produkte zu machen, die man in Anschluss aufdrückt. Jetzt, weil die Haut perfekt gereinigt ist, kann man Intensivpflege in Form von einem Serum oder einer Ampulle auftragen. Eine Ampulle ist ein hochdosiertes Wirkstoffkonzentrat, das sich durch seine Reinheit und Wirksamkeit auszeichnet. Wenn man das Gefühl hat, dass die Haut besonders spannend und sehr trocken ist, kann man seiner Haut auch ein Geschenk in Form einer 10-Tages-Ampullenkur machen. Je nach Bedürfnis sollte man seiner Haut 1 bis 2 Mal in der Woche eine Maske gönnen. Da die Maske eine Tiefenwirkung hat, sollte das 2 Mal in der Woche nicht überschritten werden. Die Maske wird entweder mit Pinsel oder mit Händen großzügig auf das ganze Gesicht aufgetragen und je nach Empfinden beträgt die Einwirkzeit 15 Minuten. Im Anschluss wird die Maske mit reichlich Wasser und Schwämmchen von der Haut abgenommen. Zum Abschluss wird nochmal die Haut mit 2 Wattepads tonisiert und eine hauttypgerechte Pflegecreme aufgetragen. Ich empfehle eine Creme, die die Haut mattiert, aber trotzdem Feuchtigkeit spendet. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zur Gesichtspflege, wird euch sehr gerne in den DM Kosmetikstudios weitergeholfen. Und wenn ihr mal ein paar Unreinheiten habt, lasst den Kopf nicht hängen, weil eine positive Einstellung zu euch selbst wirkt sehr auf das Hautbild aus.